Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video ganz schnell gezeigt, wie wir die Drag-and-Drop-Funktion für die Tabs in Firefox deaktivieren können. Wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir mehrere Tabs aufhaben, einzelne Tabs per Drag-and-Drop an irgendeine beliebige Stelle zu ziehen. Vielleicht auch auf einem anderen Bildschirm, wenn wir mehrere haben. Und schon haben wir ein neues Fenster. Ja, eigentlich eine super coole Funktion, finde ich. Allerdings kann diese Funktion unter Umständen auch störend sein. Und zwar dann, wenn wir mit Tablet oder Laptop unterwegs sind und wir mit dem Touchpad arbeiten, ja. Das kann vorkommen, dass wir versehentlich wegen einer falschen Bewegung sozusagen auf dem Touchpad die Tabs trennen ständig, so dass wir irgendwann viele einzelne Fenster aufhaben. Wenn das öfters passiert, halt. Auf die Dauer könnte das dem einen oder anderen auf den Zünder gehen. Deswegen will ich euch schnell zeigen, wie wir es auch deaktivieren können. Ja, das geht ziemlich einfach. Es ist nur etwas versteckt. Und zwar, wenn wir unseren Firefox-Browser hier starten und auf der Config-Seite gehen, ja, mit About:// Config in die URL-Zeile eingeben und Enter. Hier eine Warnung, Risiko akzeptieren und fortfahren. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und hier Einstellungen suchen. Einfach nach irgendwas mit Tab-Detach, Browser, Tabs, Hello, Detach, genau. Das ist das hier, ja, Browser.tabs.hello, Tab-Detach. Standardeinstellung ist hier True, also ist aktiviert, ja. Wir können das jetzt nun ganz einfach hier deaktivieren, hier mit dem, oder mit dem Doppelklick halt einfach drauf, ja, den Wert hier auf False ändern. Und schon ist das deaktiviert. Ich glaube, genau, da ist nicht mal ein Browser-Neustart erforderlich. Ja, schon ist diese Option deaktiviert. Vielleicht, wie gesagt, auf dem Laptop oder irgendwie an Touch-Geräte, wenn wir das Problem haben, dass wir die ständig versehentlich trennen hier. Genau, das war's auch schon alles, was ich euch jetzt hier schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.